Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hört mich mal aus einer Live-Perspektive, wo ich euch meine ganzen Zeichnungen von 2015 zeige. Und das sind alle Zeichnungen, die ich eingeheftet habe und ich hoffe auch, dass es nicht noch mehr sind. Ich kann hier ja nochmal umblättern. Das ist das letzte Blatt, was ich 2014 gezeichnet habe. Und das ist die letzte auch von 2014, richtig kolorierte. Ihr müsst mir einfach, ich möchte euch jetzt hier nochmal kurz ankündigen, auf meinem Anime-Kanal gibt es ein Gewinnspiel, deswegen steht ja auch vielleicht Gewinnspiel dran, nicht dass ihr euch irritiert und erwartet, dass ich hier ein Gewinnspiel mache, aber nee, ich mache hier kein Gewinnspiel auf dem Kanal, ich möchte einfach nur damit sagen, dass ich auf meinem anderen Kanal ein Gewinnspiel mache. Für die Leute, die unbedingt das wegen dem Gewinnspiel hier draufgeklickt haben, auf dem Anime-Kanal wird es am 23. ein Gewinnspiel geben, da ich beim Anitube Adventskalender dabei bin. Und je mehr Leute da mitmachen, desto besser ist es. Für die Leute, die Gewinnspiel machen, also da auch mitmachen wollen, es wäre cool, wenn ihr mich hier auch abonnieren würdet, denn sobald ich die 400 Abonnenten gemacht habe, werde ich ein Zeichenturnier veranstalten. Und je mehr Leute da mitmachen, desto cooler ist es eigentlich. Ich hoffe, dass zahlreich viele Leute dabei sein werden. Und ja, bis gleich. Die erste Zeichnung, die ich gemacht habe, war auch mein allererstes Commentary auf diesem Kanal. Und das ist Edward Elric. Ich bin dieses Jahr ziemlich inaktiv gewesen, was Zeichnen angeht. Und das entschuldige ich mich riesig. Denn nächstes Jahr werde ich versuchen, mehr zu zeichnen, auch mehr Zeichnen von YouTube und generell mehr Anatomie. Ich versuche, einen Manga rauszubringen, nächstes Jahr, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich versuche, einen Manga rauszubringen und ja, da werde ich noch sehr viel an meiner Anatomiekünsten lernen und an meiner Tuschkenntnissen, denn das wurde hier, glaube ich, auch mit Feder gezeichnet. Wie ich mich jetzt kenne, habe ich das mit Feder gezeichnet. Aber die Federstriche sind noch krackeliger als meine Dingsstriche von früher. Fineliner-Striche. Ach. Ich benutze übrigens den G-Pen, wie viele andere Mangaka auch den benutzen. Aber ich habe auch, ich glaube, bei dem Bild habe ich noch nicht mal den Maru-Pen benutzt gehabt. Ich glaube, das war noch so ein deutscher Feder, war es, glaube ich, die ich da benutzt habe. Ach, naja. Dann habe ich am 8.2. Sanji gezeichnet. Da habe ich übrigens, ach, das war am 3.2. Dann habe ich am 8.2. Sanji gezeichnet. Da habe ich auch noch ein bisschen trainiert. Ah, wie kann ich am besten mit Tusche und Feder zeichnen? Was ist überhaupt gut geworden? Und ja, hier habe ich noch angefangen. Ich habe übrigens hier noch, war ich in den Stil, wo ich nur alles nur schwarz-weiß gezeichnet habe. Das finde ich eigentlich relativ langweilig gehalten jetzt zur Zeit. Schwarz-weiß war halt so eine Phase von mir. Und jetzt ist gerade so eine Phase von mir, so Buntstift, gut, Schattierungen und alles. Copic-Marker kommt vielleicht auch irgendwann nochmal vorbei, aber dafür brauche ich erstmal wieder ein paar Copic-Marker, die sind meist alle leer. Hier an Sanji ist mir auch gefallen, ja, ich kann keine Glanzpunkte setzen. Und ja, an sich finde ich, dass Sanji, naja, bis auf ein paar Stellen relativ gut gekommen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich gezeichnet habe. Ich kann ja mal hier zurückblättern. Okay, das war zum Beispiel Ichigo, den ich früher gezeichnet habe, habe ich auch irgendwo in Sanji gezeichnet gehabt. Das war auch, hier hat ungefähr die Phase angefangen, wo ich nur noch schwarz-weiß gezeichnet habe letztes Jahr. Außer hier mal so eine Zeichnung inzwischen, aber sonst habe ich hier eigentlich nur schwarz-weiß gezeichnet. Na, ich weiß nicht, ob ich den Stil weiter behalten sollte, denn ich fange ja bald an, Manga zu zeichnen. Naja. Man hätte ordentlicher mitarbeiten können, aber man sieht es durch eh nicht durch die Kamera. Mir fällt auch gerade ein, ich benutze eine ganz andere Kamera als sonst. Und ich gucke einfach mal, wie es so ankommt mit dieser Kamera. Denn es ist keine Handykamera und der Ton ist auch viel, viel besser, hoffe ich mal, denn ich sprich so aus dem Winkel ein, ich sitze hier ein bisschen weiter weg und die Kamera zeigt direkt eigentlich da drauf und deswegen tut mir leid, falls der Sound scheiße ist. Dann habe ich hier die Phase gehabt, wo ich Akuma no Rinne geschaut habe.
eigentlich übelst geiler Anime. Habe ich auch. Lol, mein Stuhl. Ah. Ich hole mal kurz den Manga. Das war die Phase, wo ich Akuma no Rin richtig abgesuchtet habe. Was sind das für Flecken? Ich finde den Zeichenstil eigentlich übrigens auch sau cool. Aber ich habe den Manga noch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie der Manga-Stil aussieht. Auf jeden Fall fand ich den Animationsstil sau cool und deswegen habe ich dieses Fake gezeichnet. Außer, dass die Anatomie scheiße ist und die Hände, muss ich gar nicht erst betonen, die Hände und alles richtig kacke aussehen, bin ich relativ zufrieden gewesen mit dem Bild. Ja, ich war relativ zufrieden mit dem Bild. Meine Japanischkenntnisse sind übelst scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo das überhaupt ein Water gibt, was ich da gezeichnet habe. Ich hoffe einfach mal ja. Kommen wir einfach mal zu meinem meistgelikedesten Bild auf Instagram mit 78 Likes oder sowas. Das hat mich auch mega abgefuckt, wie viele dieses Bild einfach gemocht haben. Ich weiß nicht, ich fand es relativ scheiße mit den Glanzstellen in den Haaren. Okay, schwarz war ihm wohl ein bisschen zu faul, das mit meinem Edding zu machen. Habe ich den hier auch irgendwo? Eigentlich habe ich den hier irgendwo am Arbeitsplatz. Wahrscheinlich habe ich das nur irgendwo anders hingepackt. Ach ja, das Edding. Habe ich meistens immer mit einem Edding gemacht und ja. Die Glanzpunkte habe ich immer übrigens mit dem G-Liner gemacht. Keine Ahnung, was das für ein G-Liner ist, aber keine Ahnung. Ja, Bleistifte ist mal wieder ganz verschiedene Arten. Relativ gut der Effekt übergekommen. Vielleicht hätte man hier noch am Mund irgendwie das Rot machen können, aber das war auf den Original nicht zu sehen. Ich glaube, auf dem Original war nur eine Farbe drin und das war einfach nur das Auge. Ich habe da ja angefangen, mal langsam meinen eigenen Manga-Stil mit einzubringen. Ich wollte immer noch nie meinen eigenen Stil mit einbringen, aber irgendwann hat es doch irgendwann den eigenen Stil übernommen. Dann habe ich das drittmeistgelikedeste Video auf Bild auf Instagram hier. Und das ist Kakashi. Kakashi, ja, der heißt doch Kakashi. Keine Ahnung, ich bin kein Naruto-Fan. Oh, jetzt kommen die ganzen Naruto-Fans wieder. Scheiße, nein! Ja, mit Kakashi bin ich auch relativ zufrieden, außer dass ich ja getestet habe, ob es cool aussehen würde, wenn ich es mit einem Edding mache. Ja, deswegen sieht es hier so dunkel aus. Die Haare, man sieht, dass ich nicht mit Copics umgehen kann. Das ist übrigens auch Copic-Papier, nur dass ihr euch nicht fragt, warum das so scheiße aussehen kann. Obwohl ihr denkt, vielleicht denkt, dass es kein Copic-Papier ist, aber das ist Copic-Papier. Ja. Zu viel Weiß. Eindeutig zu viel Weiß. Es war noch nicht mal in der Schattierungsart, zu viel Weiß mit drin zu haben. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock, hier unten mehr das Grün weiter anzumalen. Das ist immer auf meiner Gefühlslage. Aber ich merke, wie ich jedes Mal besser werde mit Tusche und Feder. Sehe ich hier gerade. Wenn ich das so mit dem Vorgänger vergleiche. Ne, da habe ich es mit Fineliner gemacht. Ich habe es auch mit Fineliner gemacht. Okay, da hatte ich wohl eine Phase, wo ich keinen Bock hatte auf Dings Tusche und Feder. Oder vielleicht habe ich auch gerade mal den G-Pen bekommen gehabt. Auf jeden Fall sind die Linien gerade als beim letzten Mal, sagen wir mal so. Dann habe ich hier den lieben Kunden in ihrer Wahl gezeichnet. Ich glaube, das ist auch ein Tutorial geworden auf YouTube. Eigentlich sind alle meine Zeichnungen schon auf YouTube hochgeladen, weil ich eigentlich nur in meinen Videos gezeichnet habe, dass ihr auch mal wieder ein paar Videos bekommt. Habe ich versucht, mit den Copics ein bisschen Schattierung mit reinzubekommen. Hat das auch, glaube ich, meine vorletzte Copic-Zeichnung. Nee, da kommen noch ein paar Copic-Zeichnungen, aber das war ungefähr so die letzte Copic-Zeichnung. Da habe ich erstmal alles hellblau grundiert. Und ja, der Effekt, wenn ich damit umgehen könnte, wäre es vielleicht cool geworden. Ich finde aber generell an Conan ist es immer schwer, die Augen hier zu zeichnen. Ja. 26.03. habe ich den gezeichnet. Dann habe ich am 31.03. gezeichnet. Oh, das ist sogar mein Geburtstag, wo ich den gezeichnet habe. Da habe ich getestet, wie kann ich das am besten nochmal zeichnen, dass ich es gut als Tutorial erklären kann. Da habe ich erst den Eis gezeichnet, dann das, aber ich weiß, dieser Kunden sieht schon etwas scheiße aus als dieser Kunden, finde ich. Das Gesicht ist zu dünn geworden und ich habe wieder die Copic-Farbe verschwendet. Was ein Mist aber auch. Und ich glaube, das ist dann der Kunden gewesen, den ich auf YouTube hochgeladen habe.
Auf jeden Fall ist ja keine Schattierung in den Haaren oder sowas drin. Oder generell hier die Schattierung, die finde ich auch nicht relativ schön. Ja, ich finde die ganze Copic-Zeichnung von mir übelst scheiße. Hätte ich schon mal gesagt. Und da habe ich auch nur mit dem Fineliner gezeichnet. Man sieht, mit Fineliner habe ich gerade eine Linie früher hinbekommen. Jetzt ist es nicht mehr so. Ja, warte, das Bild nehme ich mal raus. Das ist das Kurokuno Basket Team. Da habe ich zum ersten Mal mit Feder gezeichnet gehabt, glaube ich. Ja, das war ein relativ neues Gefühl, mit Feder zu zeichnen. Da ist der Kuroko auch viel, viel besser geworden als... habe ich das Bild hier? Hallo. Als hier. Ich bin hier beim Kuroko malen. Ich glaube, da musste ich noch Haare hinzufügen, sonst sieht es merkwürdig aus. Aber wie findet ihr die Zeichnung? Soll die auf YouTube so hochgeladen werden, wie die ist? Ich habe das nämlich aufgenommen bis dahin, zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt eure Meinung, soll ich den hochladen oder einfach nochmal neu zeichnen, da ich nicht zufrieden mit der Zeichnung bin. Und ich das irgendwann sicherlich eh wieder löschen werde, das Video. Hier muss ich auch mal sagen, hier habe ich auch zum allerersten Mal mit den Gilliner so wirklich gearbeitet, mit den Outlines. Und ja, ab und zu habe ich mir hier so übergemalt, aber das sieht man vielleicht gar nicht alles so genau hier. Dann habe ich hier noch versucht, ein bisschen Schattierung reinzubekommen, aber da habe ich immer verkackt gehabt früher. Ich weiß, auf jeden Fall, das hier war mit dem G-Pen. Sieht man auch an den dünneren Linien. Nee, das waren alles Fineliner und das war mit dem G-Pen. Deswegen auch die dünneren Linien. Und das finde ich auch viel, viel cooler mit dem G-Pen zu zeichnen. Die Linien finde ich viel, viel cooler. Zwar ist der Charakter nicht so der beste geworden, aber ich finde die Linien so viel cooler. Oh, 12 Minuten schon und das waren gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bilder gerade mal, 8 Zeichnungen. Jetzt habe ich Super Saiyajin gezeichnet. So. Ja, den Film habe ich leider noch nicht geschaut. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist und den Stand, aber war, glaube ich, auch irgendein Wunsch von irgendeinem Zuschauer. Deswegen habe ich den gezeichnet. Denn ich zeichne eigentlich fast den Zuschauerwunsch. Und ja. Hast du übrigens zum Gewinnspiel, ja. Ihr könnt auch eine Zeichnung auf meinen Kanal gewinnen. Mir ist gerade eingefallen, ich mache hier auch ein kleines Gewinnspiel. Ich habe es ja im Titel geschrieben. Für die Leute. Oh, die war ganz enttäuscht. Ha, aber ich habe euch reingelegt. Das ist nämlich für die Zuschauer, die bis hierhin geguckt haben und auch noch weiterschauen. Ich werde 3 oder 4 Zeichnungen von mir verlosen, so Wunschzeichnungen, die ihr mir sagen könnt, was ich euch zeichnen soll, und die werde ich euch zuschicken. Also müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, warum oder wie ihr meine Zeichnungen findet, was ich verbessern kann, und vor allem Hashtag Dong ist cool dahinter setzen, dass ich weiß, dass ihr zum Gewinnspiel dabei sein wollt und auch mitmachen wollt. Ich finde diese Zeichnung, ja, okay. Ich finde alleine durch diese, hat es schon wieder einen ganz anderen Zufall. Das habe ich, glaube ich, mit den, auch mit dem Maru-Pen gezeichnet. Aber ich verstehe nicht, wieso da diese kleinen Fehler entstehen. Okay, hier an den Haaren fand ich da, also hier an dieser Stelle fand ich es gut, da wiederum schlecht und ja. Generell hier im Gesicht, damit hätte ich viel besser üben sollen. Vorher mit Jeep oder mit Maru-Pen. Maru-Pen ist immer ein bisschen eigentlich angenehmer gewesen, als mit einem Jeep-Pen zu zeichnen. Habe ich besser die Linien hinbekommen. Da habe ich einfach mal so random auf Bock getan und einfach mal Vegeta gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ist das Video auf YouTube hochgeladen worden oder ist das niemals erschienen? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Überblick, was ich dieses Jahr hochgeladen habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ab und zu mal so einen Monat Pause habe zwischen Zeichnungen. Das kommt auch davon an, weil ich dann auch nichts zeichne in dem Monat. Ich bin immer so ein komischer Anime-Suchti oder The Walking Dead-Suchti zur Zeit eher und habe da immer die ganze Zeit die Serien durchgesuchtet. Und Videos für meinen Anime-Kanal habe ich auch gemacht. Kann ich ja nur mal kurz hier sagen, das habe ich mit Buntstiften gezeichnet, deswegen fand ich das auch ein bisschen komisch. Wieso habe ich da Braun genommen? Oder was das für eine Farbe ist? Und die habe ich mit Copic gezeichnet. Die Copic-Farbe fand ich sogar gar nicht mehr so schlecht früher. Ich rede von früher, das war vor 5 Uhr. Also war
am 24.05. Dann so zwei Monate Pause zwischen den Zeichnungen. Da habe ich mal dann Okamura gezeichnet. Ich glaube, das war auch ein Commentary auf meinem Kanal. Ja, ich habe dann irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich nur Commentaries mache. Ja, Speedrunning habe ich auch, glaube ich, nur ein einziges hochgeladen oder zwei. Waren zwei, glaube ich, hochgeladen. Denn eigentlich habe ich mehr Bock auf so welche Zeichnungen als auf Commentaries. Also auf Commentaries habe ich mehr Bock als auf so welche langsamen Sachen. Aber in den Commentaries möchte ich eher Themen besprechen, wie zum Beispiel irgendwas anderes, halt wichtige Themen und nicht gerade über den Anime. Das finde ich eigentlich relativ immer nur so nicht cool. Sagen wir das mal so. Auf jeden Fall weiß ich auch, da hätte ich besser aufdrücken sollen, aber die Flamme an sich finde ich schon übelst cool. Für die Leute, die sich fragen, warum es so hell bei mir ist, ich habe einfach nur zwei Softboxen für die Leute, die mein Roomtar-Video nicht gesehen haben. Oh, das ist wieder so schräg gezeichnet worden. Was denke ich mir irgendwie mal dabei? So, das ist Lucy aus Elfenlied. Das ist die Maske, die sie aufhatte. Wo die, glaube ich, zersprungen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war durch den Scharfschützenschuss, wo das kaputt gegangen ist. Aber warum sie gelächelt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch alles per Vorlage gewesen. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur so ein Wallpaper gewesen. Ja, an den Haaren hätte ich auch viel, viel schöner machen können. Aber da habe ich langsam angefangen, den Stil einzubringen mit diesem Buntstift hier und mit den normalen Hautfarbe. Naja, hätte ich vielleicht noch ein bisschen die weißen Stellen wegbekommen sollen, aber relativ fand ich auch die Maske relativ cool gezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Metalleffekt hinbekomme. Also so gut ist der Metalleffekt jetzt auch nicht, aber besser als wenn ich das mit Copic-Marke gemacht hätte. Aber Bleistift, ja, sieht relativ aus. Relativ, keine Ahnung, was das bedeuten soll bei mir. Dann habe ich hier nochmal ein Kaneki gezeichnet. Nur, ich glaube, das war ein Tutorial. Ich muss sagen, sieht übelst scheiße aus. Oh Mann, die Haare. Okay, ich bin halt nicht so richtig scheiße in einem Dingszeichnen bei den Stellen, wo es schwarz ist in den Haaren. Aber hier mit dem Bleistift nur. Oh, dieses Effekt kommt gar nicht mehr so scheiße rüber, wenn ich da in die Kamera gucke, da oben in der Sache. Aber die Hautfarbe finde ich jetzt auch nicht gerade so wunderschön passend. Hier habe ich mit Copic gearbeitet und Bleistift und Hautfarbe, Buntstift. Eigentlich ist alles mit dabei. Die Schattierung, ich weiß nicht, ob das so gut für die Kamera ankommt, aber es ist immer noch ein paar weiße Stellen drin, das finde ich nicht cool. Da habe ich das erste Mal meinen Zeichenstil wieder neu geändert gehabt. Das ist Monkey D. Luffy oder Ruffy, einfach nur, wo ich versucht habe, mal Glanzspiegelungen mit reinzubekommen. Eigentlich war es am Anfang nur dieses Gesicht, was ich einfach so mal spontan, oh ja, ich könnte mal wieder irgendwas zeichnen, so effektmäßig, und dann ist es gleich so cool rübergekommen, aber ich habe mich dann so aufgeregt, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das hätte ich so gerne auf YouTube hochgeladen gehabt. So was von gerne, aber ja. Ist leider nichts draus geworden. Okay, da habe ich mich ein bisschen abgekürzt durch den altbekannten Edding. Das schwarze und da unten auch. Dann habe ich hier wieder diese braune Schicht angefangen. Und ich finde, das Rot sieht, also die Glanzspiegelungen sind nicht original. Denn ich habe keine Lichtquelle gehabt. Ich habe die einfach nur random eingezeichnet. Hier auch nur random reingezeichnet. Aber da fand ich den Effekt so cool. Ich habe da, glaube ich, angefangen, One Piece zu schauen. Ich bin jetzt über noch nicht weiter. Ich glaube, ich bin bei Folge 117 oder sowas. Und habe den Effekt ja, relativ gut hinbekommen. Und ich fand diesen Stil so cool, dass ich gleich am nächsten Tag, Gin und Wodka gezeichnet habe, da Gin relativ gut ankam auf meinem Kanal früher. Also den alten Gin, den ich gezeichnet habe. So 900 Aufrufe hat das, glaube ich. Und das war relativ unangekommen. Und deswegen wollte ich mal die beiden zusammenzeichnen, aber es gibt einfach kein vernünftiges Bild zwischen den beiden zusammen. Da sieht man auch, dass ich mit Feder und Tusche gezeichnet habe übrigens. Aber da konnte ich noch nicht mit dem G-Pen umgehen. Und da eigentlich auch nicht mit dem G-Pen umgehen. Da war ich mir eigentlich auch zu feiern. Ich glaube, ich war kurz vor der Entscheidung mit dem Dings,
mit einem Edding da wieder drüber zu gehen, aber diesmal habe ich es gelassen mit meinem Buntstiften. Der Effekt ist auch nicht so cool rübergekommen. Dann habe ich hier nochmal Jin gezeichnet. Da habe ich wieder versucht, diesen Dings anzufangen mit dem Stil. Ich weiß nicht, ich finde den Stil relativ scheiße. Also zumindest, wenn ich das mit dem Braun mache, deswegen habe ich das, glaube ich, beim übernächsten Bild dann rausgelassen. Hier war ich wieder zu faul zum richtig Ausmalen. Ich stecke da einfach so wenig Zeit in, also ich habe irgendwann keine Geduld mehr. Also beim Anmalen, da habe ich einfach ab und zu keinen Bock mehr weiter zu malen. Und dann habe ich hier auch Gara auf irgendeinen Wunsch schon wieder von irgendeinem Zuschauer gezeichnet. Ja, das ist auch... Oh. Vor 2 Monaten wurde es hochgeladen. Ja, sieht man mal, wie lange ich Zeichenvideos nicht mehr gemacht habe. Aber das war relativ nah am Zufang zusammen. Also kann ja sagen, dass ich zu lange Pause zwischen den beiden Zeichnungen gemacht habe. Auf dem Bild, wo ich das gezeichnet habe, waren die Augen blau. Blau. Eigentlich sind die, glaube ich, grün, soweit ich weiß. Ich habe Naruto nie geschaut. Die Haare, naja. Man sieht, dass ich zu faul war wieder. Da unten ist, glaube ich, zu dunkel. Zumindest nach meiner, mir geht das zu dunkel. Da ging mein roter Kopfig aus. Das fand ich richtig scheiße. Und da ist wieder diese... keine Lust auf Anmalen-Technik gehabt. Das habe ich immer noch, ja, keine Ahnung. Das ist der Synchron, den ich angefangen habe, aber keinen Bock habe, weiterzuführen. Ich finde diesen... sie ist einfach viel zu dunkel und einfach unpraktisch und ich finde einfach nur, das passt einfach nicht zu meinem Kanal und ich finde ihn einfach nur scheiße. Deswegen kam auch kein Son Goku oder Son Gohan, er gesagt, hier auf meinem Kanal. Wieso sage ich Son Goku? Ach, keine Ahnung. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Zeichnung und das ist, Uta aus Tokyo Ghoul. Ja, ich habe sehr wenig gezeichnet, muss ich ehrlich zugeben, dieses Jahr. Das sind, glaube ich, all meine Zeichnungen. Wenn ich nicht alle gefunden habe, dann habe ich die in irgendeinen anderen Ordner. Aber ich werde jetzt jedes Jahr einen neuen Ordner anlegen, damit ich besser weiß, was ich gezeichnet habe, wie viel ich gezeichnet habe und was ich genau gezeichnet habe. Und das ist Uta, da habe ich auch versucht, diesen Glanzpunkt wieder hinzubekommen. Habe ich auch wieder ein bisschen zu dunkel gemacht hier am Hals. Und ja, ihr könnt in der Videobeschreibung mal schauen, da habe ich ein Video verlinkt, sobald der 23. ist, das Gewinnspiel für die Leute, die dabei sein wollen. Und ihr habt ja gehört, was ihr machen müsst, falls ihr die Zeichnung gewinnen wollt. Ich weiß, ich vergessen habe. Ja, das war auch die letzte Zeichnung, jetzt kommt nur noch Höhlen. Ich mach mal auf diese Seite. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Ich brech mir gerade die Hand. Positive Bewertung freuen. Und über einen Kommentar. Kommentare. Ich liebe Kommentare. Bitte schreibt einfach Kommentare. So könnt ihr mich glücklich machen. Durch Kommentare schreiben. Und ja, auf meinem Anime-Kanal wird es viel, viel mehr Videos kommen als auf den Kanal, denn auch mein Anime-Kanal ist jetzt mein Hauptkanal geworden, für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Und ist jetzt auch mein Lieblingskanal, denn die Community ist einfach so stark. Ich habe innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, 200 Abonnenten dazu bekommen und das finde ich einfach nur cool. Ich glaube, jetzt bin ich schon bei fast 600. Ich habe einfach meinen Zeichenkanal eingeholt. Das war mein schwächster Kanal, mein Anime-Kanal. Und jetzt habe ich meinen Zeichenkanal schon fast umdoppelt mit den Abonnentenzahlen. Aber hier möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr so zahlreich weitergekommen seid und so viele dazugekommen sind. Und ja, ich würde mich riesig darüber freuen, falls ihr dieses Video bewerten würdet. Mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer schreibt mir Wünsche, was ihr unbedingt wissen wollt, was mein Material ist oder wie ich mich auf das Manga vorbereite, was ich zeichne. Falls euch das interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ich den Kuroko weiterzeichnen sollte, schreibt es mir auch in die Kommentare. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer haut rein, Leute, und Mata.